Minuten gehen wir dahin. Bitte? Ah ja, das ist ein ganz netter Spaziergang. Jugendpark, Schülerpark. Wir sind bei einer Bank beteiligt und der Bankdirektor gibt einen Scheck aus für 2,6 Milliarden. Und er behauptet, er dürfte das, ohne die Eigentümer der Bank zu fragen. Darüber streiten wir. Also wir können ja nur bewerten, was die Richter fragen. Die Fragen haben deutlich gemacht, dass sie sehr genau prüfen, ob die Europäische Zentralbank ihre Kompetenzen überschritten hat. Und sie prüfen auch, ob es wirklich richtig ist, was der EuGH sagt, dass diese Europäische Zentralbank ihre Kompetenzen selbst bestimmen kann. Bisher dachten wir alle, die sind eigentlich durch verbindliche Verträge von 19 Euro-Staaten festgelegt. Zusätzlich wissen wir, dass das Bundesverfassungsgericht im Juli 2017 in einem Vorlagebeschluss schon sehr deutlich gemacht hat, dass es die Thesen von uns Klägern unterstützt, dass nämlich der Bundeshaushalt, die Bundesrepublik Deutschland, nicht Risiken finanzieller Art eingehen darf, ohne dass es dazu zu einem Beschluss der parlamentarisch-gesetzgeberischen Gremien kommt. Und dies alles zusammengefasst macht uns Mut, dass wir uns da durchsetzen können. Also die Tatsache, dass ein Gericht durch ein anderes Gericht aufgehoben wird, ist keine Premiere, sondern das ist das Schicksal von Richtern. Und dieses Check and Balance zwischen den Gerichten macht eigentlich erst den Rechtsstaat aus. Bei der Auslegung der Verträge hat der Europäische Gerichtshof ein Prä. Bei der Frage der Verfassungskonstitution, der rechtsstaatlichen Konstitution, bewegen sich beide Gerichte auf gleicher Augenhöhe. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Gerichte sich wechselseitig unterschiedliche Bewertungen an den Kopf werfen. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland ist die oberste Instanz für die Auslegung des Grundgesetzes das Bundesverfassungsgericht. Und die bestimmen, was die Bundesregierung oder die Bundesbank zu tun und zu unterlassen hat. Und wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, an dieser Art von Ankaufprogramm, Stichwort 2,6 Billionen ohne jede vorherige Prüfung, dürft ihr euch nicht mehr beteiligen, dann geht's halt nicht mehr. Es ist bei der Juristerei wie bei der Krankengymnastik, man muss immer wieder hindrücken, bis der Muskel in Bewegung kommt. Wir geben hier nicht nach. Und es ist ja gestern auch durch die Vertreter der Bundesbank, die der Europäischen Zentralbank was Gutes tun wollten in der Gerichtsverhandlung, freimütig eingeräumt worden, dass ohne bisherigen Klagen von uns sie gar nicht so weit gekommen, mit einigermaßen Haftungsbegrenzungen, die alle noch nicht weit genug gehen. Aber das zeigt doch, es wirkt. Es ist ein mühsames Geschäft, aber was ist schon leicht? Ja, so. Ja. Ja.